Ups. Ja, das ist so eine kleine Instanz, da lädt er einmal manchmal kurz. Für ein Video glaube ich nicht so von Vorteil, aber mal schauen. Klar, das war jetzt also, ja, das Buch, Skillmenü. Hier weiter steht hier, gebe einer Seite eures Fertigkeitsbuchs einen Namen, in dem sie aufklicken. Ach so. Ihr könnt eure Fähigkeiten der Seite hinzufügen. Okay. Ja, wie gesagt, unser Skillbaum. Linke Maus, rechte Maus, das ist Tab. Oh Gott, das wird auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich. Ich habe mich da ja damals nicht mit auseinandergesetzt, weil es ist halt koreanisch. Ich habe keine Ahnung, was der Opa gelabert hat. Man drückt halt nur die Tasten und versucht irgendwie die Quest abzuschließen. Doch, sehr, sehr hübsch. Ja, dann wollen wir uns ans Kämpfen wagen. Denn das ist ja ein Hauptaspekt von solchen Spielen. Wunderbar. Jungmuck. Wie, jetzt vertont ihr es nicht mehr oder was? Jetzt bin ich enttäuscht. Also ich habe gedacht, jetzt wenigstens hier werdet ihr jetzt alles vertonen. Und da bekommen wir auch schon unsere erste Waffe. So ein, ja, ich weiß nicht, was genau es ist. Es ist auf jeden Fall ein Band dran. Es ist, wird physikalisch berechnet. Deswegen ist es schon mal gut. Ja, Grundlagen. Ihr müsst die Grundlagen erlernen, um uns folgen zu können. Ist überhaupt kein Problem. Dann zeigt mir mal, was ich hauen soll. Beginnen wir mit den Grundlagen der Kampfkünste. Machen wir das. Quest wählen. Das ist alles. Ach, hier, jetzt kriegen wir unsere ganzen Fertigkeiten. Einmal lodernde Faust, Schockwelle und der Drachenatem. Das war eine Menge. So. Benutze lodernde Faust, um dreimal was? Um dreimal Glut zu kumulieren. Kumulieren, ist das ein richtiges Wort? Wirkt dann 1 Schockwelle. Genau, wir können. Wow, der kommt ja sogar auf mich zu. Man kann mit dem Magier durch das Schlagen auf Gegnern so einen Counter hochtreiben. Und durch diese Fähigkeit Schockwelle, je höher der Counter ist, umso stärker wird nachher dieser Angriff. Das ist sehr, sehr lustig. 1, 2, 3, Schockwelle. 1, 2, 3, Schockwelle. So. Greife mit 2 Drachenatem an. Das ist, glaube ich, jetzt. Ja, das finde ich sehr, sehr geil. Dass halt dieser Drache entsteht. Sammle durch hier Dings 5 Balken Fokus. Und dann den Drachenatem, okay. Aber man muss immer wieder neu klicken. Oder habe ich Internet-Lag? Was ist hier los? Habe ich jetzt schon 5? Bestimmt. Nein, ich bin verwirrt. Irgendwas mache ich falsch. Er setzt den Counter nämlich immer wieder runter. 5 Balken Fokus. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es hat anscheinend funktioniert. Warum? Wenn euch das zu kompliziert, fragt Bruder. Ja, anscheinend war mir das schon zu kompliziert. Ich möchte jetzt gerne verstehen, warum ich das machen soll. Warum reicht normaler Drachenatem nicht aus? Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass die Gegner abblocken. Ich verstehe es nicht, aber warum nicht, ne? Vielleicht wird das ja doch irgendwann mal relevant. Es tut mir echt leid. Drücke Alt, um die Maus bewegen zu können. Ja. Beim Training wird nicht geredet. Entschuldigen Sie bitte. Was soll ich machen? Alt drücken und klick auf das Symbol in der Questleiste. So. Ist das das hier? Stempel, das Symbol in der Quest. Wo, warte, ich finde die Questleiste nicht. Ich bin doof. Ich bin ziemlich doof. Ist das die Questleiste? Ich bin mir nicht sicher. Ist das Mensch ärger dich nicht? Das kenne ich nicht.
Was zur Hölle? Was ist das denn jetzt? Ein Stempelbrett? Euch verbleiben noch bis zum Zurücksetzen. Verstehe ich nicht. Egal. Ist auf jeden Fall lustig. Endet in 5 Tagen. Okay. Ist das ein Event? Sorry, ich bin komplett planlos. Auf jeden Fall war das nicht das, was ich drücken sollte. Das ist mir klar geworden. Ach, hier sollte ich drauf drücken. Grashüpfer, klalalalala. Lese ich mir jetzt nicht durch. Irgendwas habe ich bekommen. Das habt ihr heute gut gemacht, Grashüpfer. Eure nächste Prüfung wird schwerer. Alle Hongmon-Schüler müssen die Höhle der Prüfungen absolvieren. Der Test repräsentiert die Angst, die wir alle in uns tragen. Ein wahres Hongmon-Mitglied schafft es, diese Angst zu bewältigen. Ich bringe euch zur Höhle, aber ihr müsst sie allein betreten. Ja, so levelt man in einem Spiel. Das sieht fett aus. Ja, jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende des Prologs. Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, ist das langweilig. Das ist natürlich alles Prolog. Lass dir Zeit, Opa, ich komme. Kann ich hier rüberschweben? Oh ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut, da kann man rüberschweben. So, aber wieder runter, wir wollen jetzt hier vernünftig laufen. Ja, das ist jetzt die letzte Prüfung, jetzt geht's gegen richtige Gegner. Und dafür müssen wir in die Höhle, um unsere Angst zu... hast du nicht gesehen und willst du nochmal? So, und hier betreten wir natürlich dann ein geschlossenes Areal. Hübsch. Genau. Geh in die Höhle und greife die Trainingsdinge an und bewege sie. So. Aua. Ich habe gehofft, dreimal reicht, aber leider reichen dreimal nicht. Bei 4-mal und Schockwelle. Na, geht doch. Oh. Maskierter Krieger, wer bist du? Au. Aua, was ist mit dir los, Alter? Geh weg. Wer ist er? Was? Verlässt. Wurden angezeigten Bereich und. Hoppala, verlass den auf dem Boden angezeigten Bereich und führ die Meditation aus. Und ich mach sie halt in dem Bereich. Ja, das bin ich. Achso. Wollte gerade sagen, damit sollte gezeigt werden, hier, guck mal, was passiert, wenn du auf dem Boden liegst. Ja, Meditation natürlich zum Heilen. Und jetzt soll ich 8 drücken zum Trank nehmen und Lebenspunkte wiederherstellen. Du bist mir auch ein Schlingel, du. Meister Hong glaubt wohl an euch. Geht in euch und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Noch ein Level ab? Egal, sieht mal wieder schön aus. Stufe 3 erreicht. Verlasse die Höhle. Ist umgeschreiben, wenn sie anfängt zu laufen, ne? Ich verstehe es nicht. So, jetzt geht's los hier. Was ist das? Feinde! Irgendwas sagt er, glaube ich, ne? Von wegen so, ja, warnt die anderen, bla 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 bla. Werde angegriffen. Oh nein! Oh Scheiße. Jin. So jung. Sorgt euch lieber um euch selbst, Schätzchen. Ihr seid tot! Oh. Oh.
Warum werden Böse eigentlich immer so gut vertont, ey? Ich verstehe es nicht. Grasshopper! Los! Flieht! Das Schwert, Hong. Jin Soo-yeon, ihr seid am Leben? Ja, wie schade. Welche Wahl hat er? Jura, Gobo. Will immer ausweichen, ich verstehe auch gar nicht warum. So. Eis haben wir nämlich auch noch. Jetzt dazu erlernt. So, haben wir den auch schon mal geschlagen. Und weiter im Text. Alles war recht einfach. Es ist wirklich alles gerade Inszenierung, aber dafür sehr, sehr gut. Song. Ja, ich... Ihr enttäuscht mich, Meister. War das schon alles? Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In meinem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehlen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister? Das waren die legendären Hongmun-Künste? Geht beiseite. Hm? Dämmerschneide. Er hier, ey. Ja, was für eine Macht. Ihr seid stark wie eh und je, Hong Soo-yeon. Doch ich bin nun unendlich stärker. Yeah.
Und euer Clan endet hier. Oder ihr rettet ihn. Das liegt bei euch. Nun, lass meinen Schüler gehen. Ich halte meine Versprechen. Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Da sind wir wieder am Anfang. Kannst gar nichts sagen, ich war gerade echt gefesselt, du. Meine Herren. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Haltet sie auf. Hey, wacht auf! Aufwachen! Hört ihr nicht? Hey, aufwachen! Ich sag mal so, für ein Free-to-Play-Spiel war das eine ziemlich kinoreife Inszenierung. Ist jetzt so mein Empfinden. Kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Fand ich aber gerade schon ein bisschen geil. Uiuiui. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Diesen Prolog. Ich glaube auch, der lief ein bisschen anders ab als damals, aber das ist ja scheißegal. Auf jeden Fall macht er Stimmung. Und wir wissen, um was es geht. Rache. Die Tussi und ihre geilen Tussis aufhalten. Oh, ihr seid wach?